Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute bin ich wieder für euch hier in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute mal zeigen, wie ihr die Vault Quest in Battle for Azeroth, also sprich auf Zuldazar und einmal auf Kul'Tiras freischaltet. Und dazu bin ich jetzt hier auf der Allianz-Seite. Das Ganze funktioniert natürlich auch für die Horden-Seite dann. Ich bin hier auf dem Boot in Boralos. Das ist quasi unser Missionsboot, wo wir dann auch diesen Missionstisch und solche Geschichten haben. Und hier ist es so, dass ich im Moment eine Quest habe und diese Quest schimpft sich die Vereinigung von Kul'Tiras und für diese bekommen wir quasi den Zugang für die Weltquest für, wie gesagt, Kul'Tiras und Zandala. Wie kommt ihr jetzt zu der Quest? Und zwar, ihr müsst hier die War Campaign spielen. Das ist die Kampagne, die ihr hier auf dem Boot kriegt. Das hat nichts mit den Gebieten auf eurem Heimatkontinent zu tun. Bei der Horde ist das übrigens dasselbe, bloß halt umgedreht quasi. Um diese Quest zu kommen, müsst ihr alle drei gegnerischen Zonen einmal angreifen, also sprich, ihr kriegt mit 112 die erste, dann könnt ihr euch eine Zone aussuchen. Ich habe zum Beispiel als erstes Zuldazar genommen, mit 114 bekommt ihr die nächste Quest, da könnt ihr dann zwischen den anderen beiden noch auswählen, die ihr noch über habt. Ich habe dann Nazmir genommen, habe hier ein Lager aufgebaut, paar Quests gemacht und dann mit 118 bekommt ihr die letzte. Und dann ist es quasi, habe ich das letzte Gebiet hier genommen, Vol'Doom, habe auch wieder ein paar Quests gemacht, das fertig gemacht. Und sobald ihr alle drei Gebiete quasi eingenommen habt, beziehungsweise nicht eingenommen, aber ein Lager zumindest aufgebaut habt, bei der Horde ist es dementsprechend andersrum, dementsprechend, dann müsst ihr hier auf Kul'Tiras die kleine Invasion starten. Dann ist es so, dass ihr den ersten Teil von der Kriegskampagne soweit fertig habt und sobald ihr dann 120 hittet, kriegt ihr diese Quest. Die könnt ihr aber nicht sofort abgeben, so wie das jetzt bei mir der Fall ist, sondern ihr braucht eine Voraussetzung dafür. Und zwar müsst ihr bei allen drei Fraktionen, die es quasi auf Kul'Tiras in den verschiedenen Gebieten gibt, müsst ihr den Ruf freundlich haben. Und zwar ist es der Glutorden, der ist in Drustvar, dann Prachtmeer-Admiralität, das ist hier in Tiragades Sound, also hier das zweite Gebiet und dann haben wir im Sturm Sangental quasi haben wir die letzte Fraktion, die habe ich eben noch hochgebastelt und zwar ist das ja hier die Sturmwacht und wenn ihr die alle drei quasi zumindest auf freundlich habt, ihr seht, die habe ich gerade noch auf freundlich gehauen, weil ich habe durch die ersten beiden Gebiete bin ich schon 120 gekommen plus War Campaign, dann können wir das hier abgeben und ja, dann hat man eigentlich auch schon die Weltquest freigeschalten und wenn wir jetzt einmal auf die Map gucken, seht ihr, tada, tada, tada. Ich habe jetzt hier überall World Quests. Ja? Also das ist auch mein erster Charm, mit dem ich die habe. Quasi habe ich auch noch keine einzige World Quest gemacht. Ich dachte mir groß, ich mache ein kurzes Video drüber. Und jetzt gibt es hier quasi noch ein paar weitere Quests in der War-Kampagne, die uns aber jetzt hier nicht interessieren. Und zusätzlich müssten wir auch die Pfeife dann nochmal einmal abgegradet bekommen haben. Zumindest wurde mir das gesagt. Okay, ich habe die auf der Bank flacken. Da muss ich später nochmal gucken. Aber jetzt seht ihr auf jeden Fall, habt ihr schon mal die World Quest dadurch. Also nochmal zusammengefasst. War-Kampagne durchspielen, alle drei Gebiete, zumindest die Main-Quest-Reihe so lange spielen, bis ihr freundlich seid. Das könnt ihr alles schon während dem Level-Prozess machen. Seid vielleicht nicht so blöd wie ich war, dass ihr zwei Gebiete komplett durchholzt, weil das bringt euch eigentlich nichts. Sonst müsst ihr auf 120 dann nochmal questen, wie ich das jetzt eben getan habe. Und das kostet euch einfach Zeit, bevor ihr quasi zu den World-Quests kommt. Ja, das war's mit dem Video. Eine Sache ist noch, und zwar, mir wurde von mehreren Leuten gesagt, dass man anscheinend, wenn man das einmal freigeschalten hat, dass man mit allen Chars auf dem Account die World Quest hat. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich habe bis jetzt erst einen Char auf 120. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, vielleicht die Leute, die jetzt mehrere Accounts und durchgesuchtet und alles mögliche. Ich habe auch durchgesucht, aber ich habe langsam gelevelt. Ob ihr das vielleicht schon wisst, die Erfahrung gemacht habt, ob ihr mit dem Twink die auch habt. Sonst werde ich spätestens hier unter dem Video nochmal hinzufügen, sobald ich meinen zweiten Char auf 120 habe und euch da quasi ja, updaten über das Ganze. Und ja, mich würde es freuen, dann müsste ich mit dem Twink nicht mehr alles durchquesten. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.